Ubisoft. Ein Assassin's Creed Game, nur echt mit diesem Disclaimer. Haben die Assassinen noch immer keine eigene API entwickelt? Mittlerweile beginnt jedes Spiel mit einem Server-Hack auf Abstergos Animus-System. Hallo Novize. Verlässt ihr euch immer noch auf den namenlosen Stummen, welchen ihr letztens rekrutiert habt? Seine einzige Qualifikation war, interessiert sich für Geschichte. Ich vermute, Ubisoft will damit den Spielern eine immersive Erfahrung vermitteln und gleichzeitig Geld sparen, weil sie keinen professionellen Sprecher bezahlen müssen. Die Karte im Hintergrund zeigt, dass die Templer noch immer die Kontrolle über London haben, obwohl uns das Spiel mit der Übernahme Londons beschäftigt. Außerdem, laut dieser Karte, haben die Templer auch die Kontrolle über meine Heimatstadt Berlin. Damit ist die Serie so nah an der Wahrheit wie nie zuvor. Ubisofts Kenntnis über unsere Bundeskanzlerin erfordert hier, dass ich einen Punkt abziehe. Ferner zeigt die Karte, dass die Assassinen ziemlich im Arsch sind. Dennoch kontrollieren sie den Atlantischen Ozean und wer den kontrolliert, kontrolliert eigentlich auch die Welt. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wie bist du denn darauf gekommen, Sherlock? Durch die Tatsache, dass Abstergo und Templer ein und dasselbe sind? Wir glauben, dass sie einem neuen Edensplitter auf der Spur sind. Einem neuen Edensplitter? Keiner wollte den alten in Unity haben. Ich frage mich bis heute, was daraus geworden ist und warum den am Ende keiner haben wollte. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Ist ja der Hammer. Bishop benutzt immer noch mehrere Webcams für ihre Videochat-Konferenzen mit fremden Leuten aus dem Internet. Der einzige Zweck dieser Drohnen ist, uns, den Spielern, zu zeigen, was die Assassinen in der Gegenwart so treiben, was eigentlich keine Sau interessiert. Deswegen haben sie Desmond getötet. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Hacken ist einfach und geschieht im Handumdrehen. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Was? Muss sie sich jetzt bücken oder sowas? Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Evie und Jacob sind Zwillinge? Ist ja der Hammer. Es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Wenn du nach drei Briefen keine Antwort bekommst, sollte dir die Antwort eigentlich klar sein. Während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Bösewicht hat gezwirbelte Popelbremse-Klischee. Außerdem, Bösewicht hat einen Globus, damit der Erzähler eine Visualisierung seiner bösen Weltherrschaftspläne hat. Nummer 2 ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Sicher sind Assassinen auf Hardcore-Schleichen trainiert, aber sich hinter dem Rücken eines Assassinenmeisters innerhalb von 3 Sekunden auf das Dach eines Zuges teleportieren zu können, ist selbst mir neu. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Peinliche Charaktervorstellung ist peinlich. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Bitte erwähnt keine toten Eltern, bitte erwähnt keine toten Eltern, bitte erwähnt keine toten Eltern. Dauert das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine. Ich bezweifle, dass irgendjemand in dieser lauten Fabrikhalle gehört hat, was Ferris sagte. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Studieren Templer eigentlich ihre eigene Geschichte? Falls ja, sollten sie wissen, dass ihnen regelmäßig die Assassinen in den Arsch treten. Außerdem, das mit den hält 100 und weitere 1000 Jahre hat schon mal jemand gesagt und sich damit viel zu weit aus dem Fenster gelehnt. Nein. Du könntest eigentlich auch vom Zug springen, anstatt den Abgrund anzuglotzen. Unwahrscheinlich. Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Du bist zwar Brite, aber nicht James Bond, also hör auf, solche Witzeleien zu machen. Und der Zug ist jetzt gecrashed, weil die Gleise ins Nichts führten und jemand vergessen hat, den Stopper aufzustellen? Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Dies ist nun die zweite, sehr britische Witzelei zu ein und demselben Zugunglück. Der Hof, Quartier der Wache, Brewsters Laboratorium. Aber am Anfang sagtest du... George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Also warum schaust du dir den Plan jetzt nochmal an? Mister! Warum lässt dieses Arschloch seine Laterne fallen? Kann er ohne sie besser dem Geräusch im Dunkeln nachgehen?
Du kannst keinen Zug abkoppeln, indem du auf die Kopplung schlägst. Folgt mir die Schienen entlang. Das viktorianische England ist fortgeschrittener, als ich dachte. Sie erlauben Frauen in Gangs und sie dürfen sogar Hosen tragen. Miss Thorne, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Das klingt schmutzig. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Warum hast du sie gefragt, ob sie dich losbinden kann, wenn du solche Tricks drauf hast? Außerdem, du kannst nicht ungesehen durch dieses Fenster schlüpfen, nur weil Evie zwischen dir und der Kamera steht. Steampunk, schlechtestes Subgenre des Science-Fiction. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ein Wissenschaftler glaubt an Gott. Und nicht nur das, er glaubt auch noch an den Allmächtigen, obwohl er einen Innensplitter untersucht hat, der beweist, dass Gott nicht existiert. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Ich erzähle dir dies, damit die Geschichte weitergeht und du einen Grund hast, nach London zu fahren, selbst wenn du mich getötet hast und dein Job damit getan ist. Außerdem, warum hat Thorn bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden? Liegen diese jetzt schon in der Gegend rum? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ einen Zug entgleisen. Nein, ließ er nicht. Er befand sich auf einem Zug, welcher in ein ungeschütztes Gleisende gefahren ist, weil ein paar Arschlöcher die Weichen verstellt haben. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Ebensplitter. Haben sie nicht. Sie haben nur einen Hinweis, dass sich einer in London befindet. London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater. Du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Was zum... Es ist nicht mal mehr lustig. Scheinbar stellt Ubisoft wirklich nur Autoren ein, die ihre Eltern gehasst haben. Lass uns eben die Motivation der beiden erklären, warum sie nach London gehen und eine Kette von Ereignissen auslösen. Lass uns nach London gehen und Templer umlegen. Nein, ich will nicht. Bitte. Na gut. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Oh, dann hast du noch nicht Assassin's Creed Unity gespielt. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Jacob und Evie sind gegen die Befehle der Bruderschaft nach London gegangen. Henry kann somit nicht wissen, dass sie in London sind. Also wie kann er die beiden zufällig auf irgendeinem Dach in London antreffen? Ubisoft zwingt weiterhin, die Spieler auf einen Aussichtspunkt zu klettern, um all die Nebentätigkeiten aufzudecken, für die sich eh keine Sau interessiert. Er ist tot. Und er auch. Und sie jetzt auch. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tada. Charles Dickens rennt buchstäblich in Jacob und lässt seine Notizen fallen. Und dann lädt er die Assassinen ein, etwas mit ihm zu trinken. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Plötzlich habe ich Monty Python Flashbacks. Mr. Rexford Kaylock akzeptiert Ihre Bedingungen und erwartet Sie an der Whitechapel Station. Keine Ahnung, ob dieser Typ Anwalt ist oder ein Schiedsrichter für Bandenkriege, aber was immer seine Funktion hier sein mag, es ist englisch genug. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bandenanführer keine fahrenden Züge besitzen, da Züge nach Plan fahren müssen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Bedeutet, Züge gehören immer denselben Eisenbahngesellschaften, welche auch die Gleise und die Bahnhöfe bereitstellen. Kaylock ist tot! Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters! Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen. Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt. So einfach ist das. Besiege den Anführer und alle verbleibenden Bandenmitglieder wechseln dann die Jacke, ohne zu bedenken, dass einige davon weiterhin für die Gegenseite arbeiten könnten. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Eigentlich ist nur der Enterhaken verbogen. Aber du bist Alexander Graham Bell. Was weiß ich schon über Batman-Seilpistolen? Aber was weißt du eigentlich über Batman-Seilpistolen? Dein Gebiet ist doch die Telekommunikation. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an ihre Armschiene passt. Alexander Graham Bell kann nicht nur den Seilwerfer reparieren, er kann ihn auch so modifizieren, dass er an eine Assassinen-Armschiene passt. Und das, obwohl er ihn nur ein paar Sekunden mit einem Schraubendreher berührt hat. Oh, nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Er sagt dies, aber sobald die Mission beendet ist, kann er ohne Probleme selbst die Kutsche fahren. Trotz verletzter Hand. Den Seilwerfer können Sie übrigens behalten. Wir konnten einen weiteren für Ihren Bruder besorgen. Liegen die Dinger jetzt hier rum? Den letzten hast du von einem Bandenboss. Einen schönen Zug haben sie da. Miss McBean hat mir alles darüber erzählt.
Ich heiße Ned. Offensichtlich transsexuelle Person kann in London um 1860 herumlaufen, ohne eingesperrt zu werden. Verstehe erst den Tanz und werde dann zum Tänzer. Oh, du willst also da weitermachen, wo Vater aufgehört hat? Einer muss es ja tun. Nicht nur, dass dieses Game auch das tote Elternklischee beinhaltet, es ist sogar für das ganze Drama zwischen Evie und Jacob verantwortlich. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Eine Flüssigkeit, die sich in Gas verwandelt, wenn man sie erhitzt? Wer hätte das gedacht? Doch, sie haben mal wieder triumphiert. Wo wussten Sie das? Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist, dank Ihnen beiden. Wie ist das möglich? Jacobs Mission bestand eben darin, dir die Kabel zu besorgen. Sie wurden noch nicht installiert. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Scheinbar sieht Charles Darwin, anstatt seiner Naturwissenschaft nachzugehen, eine Notwendigkeit darin, Drogenküchen ausfindig zu machen. Gut gemacht. Charles Darwin, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Übrigens, jede bekannte Persönlichkeit der Geschichte ist erfreut, Jacob kennenzulernen, selbst wenn er vor ihren Augen Leute tötet. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Kranke heilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Jacob, warum bist du so ein Arsch? Du bist Assassine und solltest wissen, wie gefährlich Edensplitter sein können. Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templerhänden. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Welcher übrigens tot ist. Das Spiel möchte dich nur immer wieder daran erinnern, wenn die beiden eine Szene zusammen haben. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wichtige Information ist in der Mitte des Buches Klischee. Plötzlich habe ich Resident Evil 1 Flashbacks. Wichtige Information liegt offen rum Klischee. Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Warum hast du nicht gleich eine Leiche für deine Demonstration benutzt? Stattdessen hast du einen Menschen vor einem Publikum getötet. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Ich hoffe, mit diesem Teil versucht sich Ubisoft, dieses tote Elternklischee ein für alle Mal abzugewöhnen. Sie haben den toten Vater hier jetzt schon öfter erwähnt als in Unity. Und Unity hatte zwei tote Väter. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Machen wir eine ganze Szene, in welcher der Bösewicht über Tee redet. Wegen England. Angeblich fand er einen riesigen Schatz in der Nähe von Bath und wurde dann verrückt. Er versteckte ihn unter London und seine Schatzkammer konnte nur mit speziellen Spieluhren geöffnet werden. Wie in jedem Assassin's Creed-Spiel gibt es auch hier eine überpowerte Rüstung, welche man freischalten kann, wenn man genug Sammelobjekte gefunden hat, das Spiel so gut wie durchgespielt hat und sie eigentlich nicht mehr braucht. Grandios, Sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich was? Ist schon gut, jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ein Pfund für dein Leben, selbst in dieser Zeit wäre dies nicht viel Geld. Also führen die Hinweise aus dem Kenway-Haus zu diesem Monument. Welch wunderbare Zeitvertreib, mir zu folgen und offensichtliche Fragen zu stellen. Jacob interessiert sich nicht für Evies Jagd nach dem Edensplitter. Also warum folgt er ihr bei ihren Nachforschungen? Was hat Vater immer gesagt? Dass, wenn er tot ist, du drüber hinwegkommen und er es nicht ständig erwähnen sollst. Guten Tag, Miss Fry. Wie kannst du wissen, dass Evie hier ist? Die Informationen zum Versteck dieses Schlüssels waren in einer Notiz, die du nie gesehen hast. Catfight. Verdammt! Du hast sie nur für eine Sekunde aus den Augen verloren. Du kannst dir immer noch hinterherjagen. Du kommst sogar schneller vom Dach runter als sie. Ah! Oh! Jacob, Evie, Sie sind's. Es gibt nichts, was Bell erschreckt haben könnte. Dieser Typ ist wie ein YouTube-Horror-Game-Let's Player. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Es braucht mehr als nur ein paar Gummisohlen, um sich vor elektronischen Entladungen zu schützen. Trinken Sie mit? Wie schon in Watch Dogs haben die Entwickler Alkoholgläser undurchsichtig gestaltet, damit das Game in den USA nicht ab 18 freigegeben werden muss. Mr. Stark war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Pearl Attaway schickte mich zu Ihnen, nicht Stark. Das erste Mal, dass ein Opfer im Liegen seine Beichte abgibt. Die anderen stehen, wenn dies geschieht. Hätte man das nicht bei allen so machen können? When hollow hearts must wear a mask. Mr. Sterrett!
Ich sagte, ich will nicht gestört werden! Bösewicht erschießt seine eigenen Handlanger-Klischee. Dann sagen Sie es. Nein. Endlich mal ein Templer, der nach dem Assassinieren nicht alles gesteht. Wie bekommen wir die berühmte Tower Bridge, welche 1860 noch nicht gebaut wurde, in dieses Spiel? Wir machen ein Zeitrisssegment mit London im Ersten Weltkrieg. Anscheinend verfolgten wir beide dieselbe Spur, Miss Fry. Wenn dies hier Jacobs Enkeltochter ist, dann müssen Jacob und seine Kinder jetzt tot sein. Oder? Oder? Plötzlich bekomme ich Assassin's Creed Unity Flashbacks, also die guten. Wie es den Größen der Wirtschaft ergeht, ergeht es der ganzen Welt. Hey! Du fauler Hund! Such dir Arbeit! Warum sollte er? Es geht ihm ziemlich gut für einen Bettler. Er hat sogar mehr Geld, als Jacob von Pearl angeboten bekam, um ihr Leben zu verschonen. Das wird Ihnen nicht gefallen. Ach, wissen Sie, die Eberlein-Familie ist bekannt für ihre robuste Konstitution. Two-Penny raubt die Bank of England aus. Die Templer wollen die Bank von England ausrauben. Einer von ihnen ist dort sogar leitender Angestellter. Aber würden sie nicht zu wesentlich mehr Geld kommen, wenn sie ihren Verbündeten dort einfach weiter arbeiten lassen? Eine Bank ist der effizienteste Weg, Leute auszurauben. Und sogar ganz legal. Außerdem, dieser Templer heißt ironischerweise Two-Penny. Hier, für den Fährmann. Der Obolus für den Fährmann besteht aus 2 Münzen und diese kommen traditionell auf die Augen, nicht auf die Hand. Während Sie in Ihrem Club sitzen und Versprechen machen, die Ihre feine Ehre nicht bezahlen kann. Warum sollte jemand stehen bleiben und zuhören, wenn ein jemand ohne Grund ein Messer nimmt und damit beim Reden auf einen zugeht? Besonders wenn der Typ für gewöhnlich Leute erschießt, die ihn bei seiner Klavierstunde stören. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation, Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Wenn du eine Geschichte schreibst, die sich in der Vergangenheit abspielt, dann versuche Aussagen zu vermeiden, die für Leute in der Gegenwart ironisch klingen würden. Globalisierung war noch kein Thema im 19. Jahrhundert. Unternehmen haben nichts in andere Länder ausgelagert, weil damals jedes Land ein Billiglohnland war. Sagen Sie mir nochmal, wo wir hingehen. Ist Evie gerade durch einen NPC durchgelaufen? Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf. Ich habe mich schon gefragt, wann Ubisoft seinen billigen Romantik-Tacker rausholt. Hier ist nichts. Dies ist nun die dritte Mission, in der ich 3 Kisten durchsuchen muss und der gesuchte Gegenstand sich immer in der dritten und letzten Truhe befindet. Was hat das zu bedeuten? Diese Mission verlangt, dass du die Kutsche des Premierministers vor Angreifern beschützt. Aber warum fährt diese nicht einfach weg? Desmond! Das Spiel glaubt, dass wir durch diese niedlichen Anspielungen auf vorherige Teile nicht bemerken, wie langweilig es geworden ist. Feines Hundchen. Wer klaut einen Hund? Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Auch Jacob bemerkt, dass die Geständnisse in diesem Spiel viel zu lange dauern. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Sean und Desmond wurden nie Freunde. Sean war stets ein Arsch zu ihm. Diese Assassinendrohne macht einen äußerst schlechten Job. Sie bemerkt jemanden Fremdes in diesem Raum, schaut aber im wichtigen Moment in die falsche Richtung. Ich finde deinen heldenhaften Kampf gegen den großen Crawford Starrick ziemlich beeindruckend. Ich schalte nach und nach deine Männer aus und du bist deshalb nicht verärgert? Ganz im Gegenteil. Überraschungen sind das Salz des Lebens. Ubisoft-Spiele haben immer einen Nebencharakter, welcher einen besseren Hauptcharakter abgeben würde als der eigentliche Hauptcharakter. Jagt sie hoch, Jungs! Nein! Seine Beine sind jetzt im Arsch. Dieser Vogel war eben noch bei Ross im Büro und Ross war gerade noch hier, um mit Jacob diese Werkstatt zu sabotieren. Irgendwie muss er schnell ins Büro zurückgefahren sein, um diesen Vogel zu töten, eine Nachricht zu schreiben und hat alles sogar zustellen lassen, während Jacob noch mit der Rettung der Kinder beschäftigt war. Dabei hatte Ross keine Zeit, dies zu planen, da er nicht wusste, dass Jacob sich seinem Befehl, eine Werkstatt mit Kindern zu sprengen, widersetzen würde. Brenn! 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 Seht ihr, Ross wäre ein interessanterer Hauptcharakter gewesen. Wesentlich interessanter. Eure Majestät, darf ich vorstellen, Miss Evie Fry? Sie sind also der Verantwortliche für Mr. Gladstones Missgeschick? Königin Victoria kann hell sehen. Mr. Starrick, Sie hatten Ihren Spaß, aber das Spiel ist vorbei. Hören Sie. 1, 2, 3.
Starks Plan ist, die Königin und andere Staatsfunktionäre von Scharfschützen auf dem Dach des Buckingham-Palastes erschießen zu lassen. Ich hoffe, die Jungs sind treffsicher mit ihren One-Shot-Musketen, da sie auch nur zu sechs sind. Ist alles in Ordnung, meine Liebe? Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Ich bin kein Freund von Bällen. Starrick ist so gut im Hardcore-Schleichen trainiert, dass er eine Halskette entfernen und gleichzeitig verduften kann, obwohl er eben einen Tritt in die Eier bekommen hat. Ohne Plan? Keine Zeit für Pläne. Ich komme nach, sobald ich diese unzumutbare Staffage los bin. Dieser Soundeffekt klang so, als würde Evie ihr Kleid vor allen Gästen ausziehen, der Königin eingeschlossen. Dieses Mal ein richtiger Bosskampf, inklusive abwechselndes auf ihn eindreschen für mehrere Minuten wie bei einem miesen MMO-Raid-Boss. Verschwindet aus meiner Stadt! In der Ex Machina. Zusammen! Ja, wie denn sonst? Dame Evie Fry. Eigentlich hat man Frauen, welche in den Adelstand aufgenommen wurden, Lady genannt. Der Titel Dame wurde erst 1917 für weibliche Ritter eingeführt. Du hast deinen Teil getan, mein Instrument. Ich werde dich retten. Normalerweise würde ich hier einen Punkt für den Fortsetzungsröder geben, aber dies ist ein Assassin's Creed Game. Selbstverständlich kommt mehr. Ihr Vater zum Beispiel, soweit ich sagen kann, war außerordentlich traurig, ja?